Koblenz, Urlaubszeit, Sommerwetter und drei Ausstellungen im Schlossgarten sowie im Landesmuseum auf der Festung Ehrenbreitstein. Die Stadt an Rhein und Mosel bietet in diesen Tagen zusätzliche Anreize für einen Besuch, bei denen das Handwerk eine exponierte Rolle spielt. Denn rund um das kurfürstliche Schloss lädt die Ausstellung unter freiem Himmel ins schönste Wohnzimmer der Natur ein. Bereits zum 5. Mal präsentiert die Handwerkskammer Koblenz in Zusammenarbeit mit der Stadt Koblenz Kunsthandwerk aus Metall, Stein, Holz, Keramik oder Glas. Dabei bietet das Areal rund um das Schloss einen wunderbaren Rahmen für die Inszenierung zeitgenössischer Gartenkunst, in die sich die handwerklichen und gestalterischen Spitzenleistungen nicht nur erstklassig integrieren, sondern eigene Akzente setzen. Die Kombination aus geschichtsträchtiger Gebäudearchitektur des Schlosses, die aufwendige Neugestaltung der Gartenanlagen im Zuge der Bundesgartenschau und die von Handwerkern erstellten zeitgenössischen Objekte bilden eine interessante und spannende Kombination, die fasziniert und beeindruckt. Damit gewinnt das gesamte Ensemble, erhält sich aber auch den Blick für Details, der Einsichten in Arbeiten und Ideen der Kunsthandwerker bietet. Fertigungstechniken werden auf kleinen Tafeln erklärt, was den Besuchern zusätzliche Hintergrundinformationen bietet. Noch bis zum 30. August heißt es am Kurfürstlichen Schloss unter freiem Himmel. Lädt zum Kommen, Sehen, Erfahren und Entspannen in einem wunderschönen Umfeld ein. Die Kombination aus Geschichte, Entwicklung von Technik, die ihre Wurzeln größtenteils im Handwerk hat, und einer progressiven Ausstellungsvariante findet sich in der Ausstellung Zündende Ideen – Marken aus Rheinland-Pfalz im Landesmuseum Koblenz in den Räumlichkeiten der Festung Ehrenbreitstein wieder. Museumsdirektorin Brigitte Schmutzler erklärt, wie es zu der Ausstellung kam und was das Besondere daran ist. Die Ausstellung Zündende Ideen – Marken aus Rheinland-Pfalz ist eigentlich aus einer Notsituation heraus entstanden. Wir möchten die Kernthemen dieses Landesmuseums in Koblenz wieder unseren Besuchern zugänglich machen, nämlich die Bereiche Technik und Wirtschaftsgeschichte im Gebiet unseres heutigen Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Die Sachen waren bei uns magaziniert, nicht zuletzt während der Bundesgartenschau. Und im Moment ist es so, dass wir darauf warten, dass wir erneut die Räume hier in Schuss bringen können, dass wir sie sanieren können. Und ich habe dann gesagt, naja, wir warten nicht allzu lange. Wir versuchen jetzt mit einer Sonderausstellung auf diese Themen wieder aufmerksam zu machen. Deswegen gibt es auch eine Mischung aus Dingen, die bei uns im Sammlungsbestand existieren. Aber es gibt auch Marken, die wir neu dazugenommen haben. Nicht zuletzt deshalb, weil wir der Ansicht sind, wir müssen eigentlich das Spektrum unserer Themen erweitern. Das heißt, wir müssen andere Regionen noch etwas besser bedienen, zum Beispiel den Süden unseres Bundeslandes, die Pfalz. Und wir müssen noch mehr Branchen dazu nehmen, zum Beispiel die chemische Branche oder auch den Maschinenbau noch ausdehnen. Und so kam es dann zu dieser Ausstellung, die bereits nach wenigen Wochen Besucher aus aller Welt in ihren Bann zieht. Denn das Publikum gerade jetzt in der Sommerzeit ist international und gewinnt so auch einen Einblick in weltbekannte Erfindungen, Produkte und Leistungen aus Rheinland-Pfalz. Denn wer weiß schon, dass die Gulaschkanone dort erfunden wurde, wo man später für den gesamten Globus Schnellkochtöpfe baute und heute auch hochwertige Messer produziert. Ihren Ursprung haben diese Produkte im Hause Fissler in Idar-Oberstein, gegründet im Jahr 1845 als Klempnerbetrieb. Die Wiege dieser Marke aus Rheinland-Pfalz stand also in einem klassischen Handwerksunternehmen in einer Region, die mit der Bearbeitung von Edelsteinen ihrerseits in aller Welt bekannt ist. Auch das findet sich in der Sonderausstellung im Landesmuseum wieder, die auch weiteren handwerklichen Spitzenleistungen den gebührenden Platz einräumt. Für Museumsdirektorin Brigitte Schmutzler ist dabei die Kombination aus Handwerk und Markenzeichen ein Stück weit symptomatisch für die Wirtschaftsgeschichte in Rheinland-Pfalz. Und das spiegelt sich interessanterweise auch im Sammlungsbestand des Museums wider. Sie haben völlig recht. Die großen Unternehmen, die heute auch industriell Großserien fertigen, sind entstanden aus Handwerksbetrieben. Das bestimmt die Ausstellung und auch ihre erstklassige Installation, die gestalterisch eine Mischung aus Moderne und geschichtlicher Rückschau ist, neugierig macht und in ihrer Art sicherlich auf dem Bundesgebiet zu den herausragenden Präsentationen zählt. Inhaltlich, konzeptionell wie auch in der Umsetzung. Und natürlich mit ihren Objekten und Hintergrundinformationen viel Interessantes und Unterhaltsames bietet.
August Horch und sein Lebenswerk ziehen große und kleine Besucher an, wobei der Spagat aus genialem Erfindertum und historischer Einordnung gut gelingt und in wenigen Worten erklärt wird, wie aus dem Schmied Horch ein berühmter Autobauer wurde, der sich aber genauso auch der Konstruktion einer Seilbahn über die Mosel zum Transport von Hühnern widmete. Auch die Frage, was der Instrumentenbau mit dem Pfaff-Nähmaschinen-Imperium zu tun hat, ist simpel erklärt. Georg Michael Pfaff war gelernter Blechblasinstrumentenbauer, was die Ausstellung Zündende Ideen auf wenigen Quadratmetern zusammenfasst. Wichtige Erfindungen für die Entwicklung der Schreibmaschine stammen aus Heimbach bei Neuwied, wo Franz Xaver Wagner als Mechaniker seine beruflichen Wurzeln hatte. Mit der Entwicklung eines Typenhebels legte er 1890 die Grundlage für Büroarbeitsplätze, die sich fast über 100 Jahre in allen weltweit eingesetzten Schreibmaschinen wiederfand. Wie auch Michael Tonet mit Fertigung und Gestaltung weltweite Akzente im Möbelbau setzte. Tonet stammt aus Boppard und seine Stühle zählen noch heute zu Klassikern, deren Form nie aus der Mode kam und die als zeitlos gilt. Handwerk und rheinland-pfälzische Marken. Das sind auch die Schuhwerkstätten von Peter Kaiser aus Pirmasens oder der Klavierbau von Karl Mandt, der in Koblenz-Horchheim lebte und arbeitete. Da fällt es nicht schwer, die Brücke in die heutige Zeit zu schlagen. Und tatsächlich trennen diese Ausstellung und die Präsentation aktueller Arbeiten aus dem gestaltenden Handwerk nur wenige Meter. Denn eine Ebene über den historisch zündenden Ideen brennt das aktuelle handwerkliche Schaffen ein ganzes Feuerwerk guter Ideen mit herausragenden Gestaltungsmerkmalen ab, die Brigitte Schmutzler so erklärt. Eine sehr schöne Ergänzung, zumindest für mich, die ich traditionell ja gerne mit der Handwerkskammer Koblenz zusammen Ausstellungen realisiert habe. Wir zeigen hier den Staatspreis Kunsthandwerk, wobei wir nicht nur die Preisträger präsentieren, sondern die Wettbewerbsteilnehmer, fast alle Wettbewerbsteilnehmer. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Ergänzung zu dem Thema der größeren Produktion in Serie im Erdgeschoss, was mich besonders amüsiert, dass wir einige Teile hier oben zeigen, die unten in der Ausstellung Zündende Ideen in einem anderen Zusammenhang auch angesprochen werden. So werden mehr als 150 Exponate aus ganz verschiedenen Handwerken, umgesetzt in unterschiedlichsten Materialien und Formen, ausgestellt, die im Rahmen des Staats- und Förderpreises sowie Preis des Handwerks Rheinland-Pfalz eingereicht und prämiert wurden. Bis zum 10. September können sich Besucher hier einen Überblick verschaffen, was das Handwerk hinsichtlich Material und Funktion zukunftsweisender Ideen in hervorragender Qualität umgesetzt hat. Mehr Informationen zu den Ausstellungen und zu Leistungen des Handwerks wie auch der Handwerkskammer Koblenz gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de.